Es geht weiter heute an diesem Samstag mit dem Qualifying und ich bin immer noch mit dem Marki zusammen und also, ne, ihr wisst, was ich meine. nicht, dass Yvonne neidisch wird. Nein, wir nehmen weiter gemeinsam auf. So. Und ja, wie gesagt, natürlich das Qualifying an. Jetzt wird's erstmal ernst. Das Training ist durch und im Qualifying geht es dann drauf, die Zeiten zu bestätigen oder beziehungsweise ranzukommen. Also ich freue mich jetzt, dass ich ein bisschen dran bin am Ende des Feldes und du am Ende ein bisschen zu kämpfen hast. Punkte werden wahrscheinlich die ersten Rennen noch nicht drin sein, aber es kann ja nur besser werden. Und der Marc hier kann auch durchlauten lassen, er hat Spaß an dem Spiel. Also, ne, du hast ja gesagt, was hast du ihm gerade noch gesagt? Du hast Spaß und? Naja, weil ich bin halt für mich wohler mit Controller zu steuern, aber habe halt trotzdem eine Herausforderung wegen den Fahrhilfen ausgeschaltet. Weil, wie gesagt, das Einzige, was ich anhab, ist die Linie für Hilfe wegen Bremsen, weil, ja. So gut bin ich da noch nicht, dass ich mir überall die Bremspunkte merken kann. Und alleine, wenn wir dann später noch wirklich, wie gesagt, zu sowas wie Las Vegas oder so kommen, da brauchst du dann auch ein bisschen. So, du kannst schon mal wahrscheinlich loslegen, weil ich habe noch einen Fehler im Kühlsystem. Ich bin noch nicht ganz auf der Strecke. Aber ich kann zumindest mal mein Setup laden. Das wäre zumindest mal das Wichtigste. Setup laden. Jupp, hast du was? Also ich bin jetzt so anderthalb Minuten, bin ich dann auch dann irgendwann mal da. Ich weiß nicht, ob du schon auf die Strecke gefahren bist. Ich fahre jetzt gerade raus. Okay. Hamilton fährt raus, Sergio Perez fährt raus, Logan Sargeant ist draußen. Der schnellste aus dem Training 3. Dicke Überraschung für den Rookie. In seinem virtuell ersten Rennen. Direkt mal die schnellste Runde. Im Williams. Aber im Williams, ja. Genau so ist es. Da ist er, der Koreaner hier. Der Maki. Was hast du dir eigentlich als Kommentatorname gegeben? Frostbite, glaube ich. Okay. Lass mal hier den Verstappen durch. Ist ja fast. Nee, ist Perez. Nee, hinter mir war Verstappen. Dann habe ich das nicht mitgestellt, dass der schon raus ist, weil eigentlich habe ich gerade beim Durchblättern gesehen, dass es Perez war. Ja, doch, es ist Verstappen tatsächlich, ja, hast recht. Den habe ich jetzt noch nicht mitgeschnitten. Die fahren alle relativ früh alle raus. Wir haben insgesamt 17, 18 Minuten. So, jetzt darf ich dann auch mal Wetter wählen. Ja gut, das ist keine Überraschung, dass es trocken ist. Hat es in Bahrain eigentlich jemals geregnet im Formel 1 Rennen? Eigentlich ja nicht. Nein. Ne? Doch, es gab mal ein Training, glaube ich, oder? Training? In irgendeinem Training muss, glaube ich, mal geregnet haben. Es gab mal irgendwo einen Clip, wo in Bahrain der Techniker zum Fahrer sagt, 15% Regenwahrscheinlichkeit und der Fahrer so, du verarschst mich doch. Nee, Quatsch, wir sind mal in der Liga, in irgendeiner Liga sind wir tatsächlich im Qualifying oder im Qualifying oder im Rennen im Regen gefahren. Abu Dhabi hatten wir das schon in 24-Stunden-Event, dass da Regen war. Ja gut, Abu Dhabi ist ja was anderes als Bahrain, glaube ich. Ich glaube, die Klimaunterschiede sind doch Unterschied. So, Pack für mich jetzt. Haben wir nicht Pack für mich. Und dann gehen wir mal raus. So, schnellste Runde Logan Sargeant. Bist du das hinter mir? Weiß nicht. Ein Haas. Nee, ist Hülkenberg. Ich habe nur den weißen Punkt hinter mir gesehen auf einmal und dachte mir, ja, könnte zu sein, aber ich bin ja auf der Outlap, von daher. Von daher alles gut.
Am Anfang wirst du dich wahrscheinlich übelst im Rennen sowieso konzentrieren müssen, da wird sowieso nichts viel mit Gequatsche sein. Gerade in der Startphase. Muss jetzt mal gucken, dass du halbwegs da durchkommst. Gut, das ist von hinten mal einfacher, als wenn du dann im Mittelfeld irgendwo klebst. Ne, wir haben ja, stimmt, wir haben mal einen Alpha Tauri hier auch gestartet, gemeinsam. Das erinnere ich mich, da sind wir, glaube ich, bis Spanien oder so gekommen. Aber da hast du, glaube ich, immer wieder deine Probleme mit dem Ding, mit dem Auto und alles. Das war nämlich, glaube ich, F21. Oder 21? Irgendwie sowas, keine Ahnung, vielleicht ist es nicht, oder 22? Ne, 22 kann nicht sein, das Spiel habe ich später jetzt kurz, 22 auf jeden Fall. So, mal gucken. Platz 12. Piastri, schnellste Runde. Wie ist denn deine Zeit? Ich werde gerade in die Box gerollt, warte. Aktuell bin ich bei 1,31,9. 31,9, du bist eine Sekunde schneller. Ich bin zwischen Hülkenberg und Sargent auf 13. 13, ja, ich bin auf 20. Ich würde wissen gerne, was dann zu, Joe und Gasly gefahren haben für Zeiten. Dass ich ungefähr mich ein bisschen orientieren kann, weil ich sehe keine Zeiten von denen. 1,32,4 Joe und 1,32,3 Gasly. Okay. Ja, dann muss ich mich noch ein bisschen
Ich hatte war dran. Ich hatte im letzten Sektor, in der letzten Kurve weggeschmissen. Das heißt, ich muss noch mal ran. So, also nochmal neuerdings, neuer Ersatzreifen. Und dann versuchen wir nochmal eine Runde hinzuhauen. Motor läuft, es kann losgehen. Prozent bedienen? Okay. Sind das 9% die Gesamtfüllung oder noch das, was ich verbraucht habe? Ich muss darauf achten jetzt. Also jetzt kann das sein, dass ich nicht mehr fahren kann. Cool. Ich habe hier nämlich meine Tankanzeige, die zeigt mir gerade 9% an, aber ich weiß nicht, ob das halt das, was ich verbraucht habe oder das, was ich noch drin habe. Wenn ich das noch drin habe, ist das arschwenig. Ja, du hast Qualifying-Sprit drin. Na gut, es kann sein, dass das die 9% sind, ja. Du wirst ja Rennen nicht mit 3 Runden Sprit fahren. Na gut, das kann natürlich, ja, ich denke auch, dass das ist. Was ist der Vorteil? Mit dem richtigen, ja. Mit dem, das Vorteil mit, oh, Hilfe, mit dem Display hast du halt extrem viel Überblick. Ich wollte nur gerade sagen, mit dem richtigen Setup geht bei mir das Bremsen auch besser, wahrscheinlich, weil die Bremskraftverteilung anders ist. Okay. Da blockiere ich nicht so viel. Ja, du musst die Blockierung von der Vorderachse wegmachen. Also ein bisschen entlasten, dann geht das schon, ja. Ich glaube, ich bin damals über 70-30 gefahren oder so, oder 60-40 oder so. Ich habe das auch mal ausprobiert mit allem. Eine halbe Sekunde muss ich irgendwo noch fehlen finden. Upsi. So, 5 Minuten haben wir noch im Qualifying hier in Bahrain. Scheiße, da habe ich jetzt ein bisschen was sehr viel liegen lassen. Jetzt muss ich wieder ein bisschen was holen. Ja, ich befürchte, dass die Runde auch durch ist.
Hamilton, schnellste Runde, ne? Ich habe mich jetzt ein bisschen verbessert von der Zeit her, aber keine Position. Nein, 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 nein! Mann, ich war 0,6 schneller als meine Rundenzeit. Ich wäre eine richtig gute Zeit gefahren. Ich wäre jetzt 31,9 oder sowas gefahren. Das war's. Scheiße! So, scheiße, Mann! Ärgert mich das gerade so ein bisschen. Scheiße, ich hätte in der letzten Kurve den Sand gesetzt, im Wasser des Wortes. Was wäre ich denn da gewesen, wenn ich 1, 2, 3 Stollen gefahren wäre? Ja, 1, 2, 3 Stollen. Ja, ich wäre irgendwo Richtung 14, vielleicht mit Glück 13 noch geworden. Also irgendwo da in die Richtung. Naja, ist halt so. Scheiße, ärgert mich das. Das ärgert mich gerade richtig. Aber du denkst auch noch, du denkst weit oben, ne? Dritter? Wow. Ja, aber die anderen werden bestimmt jetzt nochmal eine Zeit setzen. Das wird nicht so bleiben. Na gut, Piastri vor allen Dingen auf Platz 2. Hem, Verstappen nur auf 7. Ich habe da keine Zeit mehr zum Rausfahren, das ist das Problem. Sind jetzt noch 20 Sekunden. Ich habe schon abgestellt, ja. Ja, ich habe schon gesehen. Ich lasse die Zeit jetzt durchlaufen. Fuck. Sonoda hat mich schon eine Runde geschubbt. Ja, gut, okay. Dritter wäre auch schon genial, wäre auch krass gewesen. Logan Sargeant schon wieder mit Top-Zeit, Alter. Was ist da los in dem Spiel? Der haut aber da ordentlich raus, ey. So, was ist es denn am Ende geworden? Siebter bin ich. Vor allem Sarge mit der Pole, Alter. Der hat sich schon gesagt, der hat sich. Also sorry, da ist irgendwas nicht ganz realistisch. Vor allen Dingen Sarge auf Pole, Tsunoda auf 3, Bottas auf 4. Das hat man im Piastri. Nichts gegen die Jungs, aber das ist nicht ganz realistisch. Auf 11, das ist irgendwas mächtig falsch. George Russell auf 14. Carlos Sainz auf 17, was da los? Und Sergio Perez auf 16, oh Mann. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, lustige dass das... Lustiges Starterfeld. Das könnte ein interessantes Starterfeld werden, ja. Das könnte ein durchaus interessanter Mix geben.
Scheiße. Mann, ärgere mich das gerade. Ich wäre irgendwo schön 12, 13, 14, 15 so ein Dreh rum gewesen. Das wurmt mich gerade so ein bisschen. Naja. Warte mal. Arbeitsplatz. Gut, dann mache ich hier mal das Folgenende und im Rennen morgen sehen wir uns wieder. Und dann schauen wir mal, was passiert. Von dir auf 7, von mir auf 20. Ja, schauen. Thank you.